Willkommen zurück zu Mario Party. Ja, ihr seht, wir haben bereits einen Stern, 60 Münzen und können uns jetzt beim Boohoo unseren zweiten Stern holen. Die Frage ist von wem? Das habe ich mir noch nicht überlegt. War auch schlau von mir. Zeig mal Karte, genau. Wer ist denn da am Sternron? Donkey ist hier, Mario ist hier und Luigi ist irgendwo im Eck, soweit ich weiß. Da ist er ja. Ja gut, dann ist ja keiner nah am Stern, also ist eigentlich egal. Klaue ich einfach Donkey den Stern. Und damit haben wir unseren zweiten Stern. Juhu! Wir gehen ja richtig ab. Und sogar eine 10 haben wir gewürfelt. Das bedeutet, gehen wir schon mal vor zum dritten Stern. Ich riskiere es mal. Ach so, ich dachte, wir kommen auf den Pilz. Zu dumm zum Zählen bin ich. Egal. Gut, mindestens geht er weiter. Ich dachte schon, er will wieder alleine spielen. Aber jetzt punkten wir noch mit ein paar Münzen. Hot Rope Jump. Ach so, ja. Das kriegen wir hin. Das ist nicht vorhandene Seil, brennt. Und wir springen souverän drüber. Oh, bisschen zu früh. Hat aber dennoch funktioniert. Hoffentlich versauen sie es auch diesmal, damit ich die Münzen alleine kassieren kann. Hab keinen Bock, dass die auch Münzen bekommen. So, Hälfte geschafft, noch 10 Stück fehlen. Und jetzt geht das Seil richtig ab. Eine Bremse hat das Ding wohl nett. Hallo! Bisschen langsamer! Egal, geschafft. Und alle anderen auch. Das Spiel scheint ja, kann heute nicht reden. Scheint, ja, sehr leicht zu sein. So, jeder 10 Münzen, hat sich also im Verhältnis sich nichts geändert. Und Luigi bleibt hocken. Cool. Der hat Pech, muss ich sagen. Ist auch noch sein Brett. Der Arme. Ah, Donkey will aber alleine spielen. Na dann mach mal, kann ich mich in Ruhe zurücklehnen. So, ah ja, gut. Das kriegt er wohl noch hin. Ich passe auch mal mit auf. Ja, noch habe ich ihn. Habe ich ihn? Noch? Okay, links oben sag ich. Donkey sagt auch. Und hat damit seine 10 Münzen. Cool. Und er ist sogar fast wieder bei der 100. Noch 18 Münzen. Ich wollte schon Sterne sagen. Wir sind leider noch weit weg davon, macht aber nichts, wir verdienen dafür viele Sterne. Ja, zeig das mal her, ich habe doch keine Ahnung, was abgeht. So, da ist Stern. Das ist gut. Und das Tor ist offen. Ja, dann macht nichts. Obwohl, nochmal gucken. Was habe ich gewürfelt? Eine? 7. 1, 2, 3, 4. Ja, nee, dann lass es, macht nichts. So. Ja, schon da lang, Peach. Und wir haben wieder die Zeit der Chancen. Gut, was machen wir denn? Also hier nehme ich was Ungefährliches, hab keinen Bock, irgendwas zu versauen. Oh,
Das wollte ich nicht. Okay. Und Donkey. Er hat aber keinen Stern leider. Ich wollte eigentlich irgendwas machen mit 10 Münzen oder mindestens Münzentausch. Damit mir nichts passieren kann. So ist aber auch gut gelaufen. Natürlich optimal wäre es, hätte ich Mario drangenommen statt Donkey. Ja. Was? Warum geht er da lang? Hatte schon fest geplant, dass er mir jetzt einen Stern stehlen kann oder was? So, Mario, da, selber. Donkey, gut, ich bin schon mal raus aus dem Spiel und Stern abdrücken. Oh, konntest du es nicht 2 Minuten vorher machen? Naja, macht ja nichts. Na, und wieder Minispielzeit. Da bin ich nicht so der Fan davon. Trotzdem will ich hier einmal gewinnen. Habe ich einmal gewonnen? Nee, ich denke nicht. Peach da, genau. Oh. Oh. Danke, Donkey. Die Musik hat auch am ungünstigsten Zeitpunkt der Welt aufgehört. Und 92, noch 8 Münzen, dann hat er die 100er Marke. Auch cool. Ich muss aufpassen, dass er nicht einen Mini-Stern, Mini-Spielstern bekommt. Okay, Luigi darf sich mal wieder nicht bewegen, klar. Donkey macht man langsam. Und jetzt Peach, hol den Stern jetzt. Ah, jetzt schließt sich das Tor wieder. Oha, Mario, wo bist du hin? Oh, bitte mach da was, bitte mach da was, bitte mach da was. Ah, Depp! So komme ich natürlich nicht an den Stern ran. Oder so. Ja, dann doch danke, Mario. Danke, danke. Bombs away. Ah ja, klar. Toll, erster Treffer gleich, macht aber nichts. Nur Luigi ist draußen. Der Pechvogel, der Arme. Hallo, ich war doch in der Luft. Was willst du? Donkey, kannst du mal abhauen hier? Danke. Also ich muss sagen, heute läuft es richtig gut. Ein Stern kassiert. Ein paar Minispiele gewonnen. Und der dritte Stern ist vor der Nase. Und der arme Luigi darf sich kaum bewegen. Und verbrennt sich sogar den Hintern. So, Donkey? Schaffst du es, die 100er Marke zu knacken? Oh ne, bitte mach nichts, bitte mach nichts. Danke. Die Frage ist, warum hat er nichts gemacht? Weil jetzt kann er ja nicht zum Stern. Und verbrennt sich ebenfalls den Hintern. Ah, jetzt rafft... Oh... Ja, ich seh's ja schon, ich seh's ja. Was ist das? Mann, ich bin vor meinem Ziel und schaff's nicht in dieses scheiß... Ach, zum scheiß Stern zu kommen. Ja, Bowser hat eine tolle Maschine, klar. Juhu, eine Münze produziert. Kostet 20 Münzen. Ja, genug Geld habe ich noch.
und durch das Fragezeichen ändern sich die Dinge. Das bedeutet, in der nächsten Runde ist die Tür offen. Das bedeutet, ich kann 100%, außer jemand versaut es mir natürlich, den Stern holen. Allerdings, was ich nicht beachtet habe, alle, die drei haben alle über 50 Münzen und kann jeder von denen kann einen Stern stehlen. Und natürlich haben sie es nicht auf mir abgesehen. Okay, es überrascht mich, muss ich sagen. Aber okay, Mario hat sich den Stern gekrallt. Luigi und Donkey kommen ja auch gleich hierher. Das bedeutet, die können sich die zwei Sterne von mir gleich holen. Das bedeutet, im Endeffekt werde ich nur einen Stern wahrscheinlich haben. Außer die bestehen sich natürlich gegenseitig. Das wäre natürlich am besten. Ah ja. Ja, ja, mach doch. Danke. Ach, und los geht's. Peach, komm. Mach Regen. Kommst du jetzt, du blöde Pflanze? Hallo, jetzt gib doch mal Gas, Mann. Kannst du einen blöden Klempner nicht fangen, oder was? Jetzt komm doch. Das wird nichts, das sehe ich jetzt schon. Die blöde Pflanze braucht es. Obwohl, ah, ne. Braucht zu lange und da kommt gleich das Ziel. Ja. Mario hat's geschafft. Glückwunsch und Applaus. Ich hoffe, ich verliere nicht zu viele Münzen. Okay, genau 5. Ey, ich muss wirklich aufpassen, dass ich den Bonusstern bekomme. Weil die retten mir meistens noch meinen Hintern, bevor ich verliere. Okay, Luigi, wie immer langsam. So, Donkey. Auch langsam, okay, die machen spannend. Aber mindestens hole ich mir jetzt schon meinen dritten Stern. Ja, ja, holen wir. Damit haben wir noch 2 Münzen, aber 3 Sterne. Und besonders jetzt, wo wir weit in Führung sind, holen sie sich erst recht unsere Sterne. Aber erstmal, Toddy, wo bist du? Ah ja. Witz, Witz, ahoi. Jetzt holt sich Luigi nämlich einen Stern. Dann klaut er uns noch einen Stern. Ach komm. Na gut, holen wir uns aber erstmal ein paar Münzen zurück. Was? So? Ja, okay. Dann probieren wir es mal. So, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Komm schon. Ist doch schon hell genug. Was willst du, Buhu? Danke. Oi, war das anstrengend. Mann. So, 10 Münzen dazu. Sind wir mindestens nicht so leer. Mario, bitte. Mit der 4 startet er durch. Wow. Ah ja, oh. Da habe ich bis jetzt, denke ich, jedes Mal verloren, obwohl es so leicht ist. Na gut, diesmal bin ich ein bisschen vorsichtiger. Also Farbe bitte. Da. Ich bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf. Luigi nicht, haha. Oh. Okay, du haha. Jetzt lass mich doch. Luigi, runter mit dir.
Na gut, dann gehst du unten. Mindestens ein Teilerfolg. So. Schon wieder? Na gut, wie gesagt, ich bin diesmal sehr vorsichtig. So, wohin, Toddy? Dunkelblau. Ui! Jetzt muss ich sogar noch springen. So, wohin jetzt? Grün. Oha. Nicht hoch, nicht hoch. Danke. Und damit ganz locker gewonnen. Damit haben wir wieder unsere 20 Münzen, damit wir uns den Stern holen können. Noch 28 mehr und dann können wir sogar einen Stern stehlen. So, Luigi, klar. Obwohl, wie viele Münzen hat er? 70. Ah, ne, okay. Es reicht sogar perfekt. Jetzt den ersten Stern und den zweiten, wenn er am Buhu kommt. Ja, ja, mach mal. Ach so, du musst erstmal einen neuen Platz finden, Toddy. Okay, da ist Mario, denke ich, am nächsten. Aber erstmal Luigi. Und von wem stiehlst du wohl den Stern? Genau. Aber war ja klar. Und danach, wie gesagt, kommt noch Donkey. Obwohl, er muss... Nee. Er muss nicht zwingend mir den Stern jetzt stehlen. Das macht er nur, wenn er unfair ist. So, Donkey. Schaff's auch bis dahin. Und, wem stehlst du? Wem stehlst du? Wem stehlst du? Ah, schade. Hab so noch gehofft. Aber war ja klar, wie gesagt, die planen immer im Voraus. Erst gebe ich mein ganzes Geld aus, um denen einen Stern zu stehlen, plus einen Stern zu bekommen, beziehungsweise zwei, und dann, ja. Na gut. Bisschen voraussichtlich war das Ergebnis dieses Parts. Aber im nächsten Part schlagen wir wieder zurück, das verspreche ich euch. Also, bis dann. Ciao.